Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind mittlerweile bei 169. Es ist jetzt eine lange Pause gewesen, aber das liegt mit der Arbeit zusammen, leider. Weil ich habe es vorher nicht geschafft, irgendwas aufzunehmen. Aber gut, wir machen weiter. Wir sind immer noch in, oder wir sind wieder in den Zangemaschen. Wollten hier ja ein bisschen weiter questen. Brauchen wir nicht töten, hier haben wir glaube ich schon. Dann können wir uns nochmal den Buff holen. Den kann man sich immer wiederholen. Ist ganz cool und der hält halt eine halbe Stunde. Dann gehen wir mal herzlich willkommen machen. Wo wir hier die Nagerklauen packen müssen quasi. Oder sammeln. Und praktischerweise können wir dann in der Nähe auch die Elite machen, weil die Quest haben wir ja auch angenommen dafür. Ist zwar alle grün, aber das ist schon okay so. Und wir sind mittlerweile 67. Ich glaube, ja, wir können einen Talentpunkt verteilen. Was nehmen wir denn rein? Raserei. Ich hoffe, irgendwann kommt ein bisschen Pet. Tja, wenn ich wüsste, wo es ist. Ja, paar blablabla. Das ist ein wenn wir das freigeben. Okay, heilen können wir es. Ich liebe Bugs. Hier, die sind jetzt nicht so schlimm. Ihr seht, dass das geht ohne weiteres. Ein bisschen tricky machen, ein bisschen hin und her laufen. Ich versuche nochmal den angreifen zu lassen. Da. Das ist natürlich immer am besten. Okay, jetzt ist er weg. Sehr schön. Immer noch im Kampf. Ach ja, ich liebe es. Ich hau den erst, mach den erst kaputt. So. So, meine Idee war jetzt, erstmal rüber zu schwimmen. Und dann versuchen, ihn irgendwie da zu bleiben. Vielleicht mit UI-Reset oder so, oder Reload. Aber lustigerweise bin ich jetzt wieder im Kampf. Ah, dein Strunk, sondern das muss man da. Erstmal dahin schwimmen.
Nee, manchmal ist es nicht schön. Ich versuche jetzt auch direkt ein paar mehr Folgen zu machen, weil in nächster Zeit werde ich auch wieder viel, viel arbeiten müssen. Leider. Aber so ist das, ne? So ist das. Ich hatte auch schon mit meiner Chefin gesprochen. Ich dachte, ja, jetzt kriegen wir es hin. Weil sie jetzt schon so viele Überstunden wieder haben. Ich mache mal kurz Reload. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das dann hin, dass ich dann was mehr aufnehmen kann oder öfters wieder. Hoffe ich. Das sieht aber immer noch nicht gut aus. Nee. Das heißt, ich müsste mich ein- ausloggen. Aber es ist ja das Schöne daran, dann sieht man mal wieder WoW live. So war das öfters, ne? Man hatte öfters Bugs, Probleme. Man hat ja mittlerweile auch noch ein paar Probleme. Immer mal wieder. Manchmal hängt es mit Add-ons zusammen, manchmal hängt es mit Lust und Laune vom Spiel zusammen. Schon einiges. Ich logge mich mal aus, logge mich wieder ein. Ja, das ist doch wunderschön. Ich finde, dafür hätten wir ein extra Level-Up verdient, oder? Ganzen Bugs. Auf ein neues. Und tada, da ist er wieder. So, wie gesagt, das ist manchmal etwas kurios hier. Essen wir direkt mal was. Waffen uns. Gern dann die Klauen sammeln. Was müssen wir da noch? Die eine. Ne, das ist glaube ich der Typ und hinten ist die Tussi. Oder andersrum. Irgendwie so. Können wir dann auch Kirschen? Aber er hält die Aggro wacker. Das finde ich gut. Nein, das kann man nicht kirschen. Müssen wir aufpassen. Da kann man kuscheln. Wir wollen ja da hinten. Diese Feenschreiter. Entschuldigung. Die Feenschreiter, die kann man dann ab die Hotel-KA. Wenn man Beastmaster ganz runtergeskillt hat, gab es. Beziehungsweise eigentlich gab es das schon mit dem Pre-Patch damals. Gab es dann so ein extra 5 Punkte für Tierzähmung. Dann konnte man auch die Tiere skillen. Das kam auch mit dem Pre-Patch erst. Und ich dachte, das gäbe es jetzt schon, oder gab es damals schon, aber nein, es kam ja wirklich erst mit dem Pre-Patch. Dann kann man halt Dinosaurier, ja, diese Tyrannosaurus Rex kann man, konnte man dann zähmen. Aber war schon cool eigentlich, muss ich sagen. Man konnte die Feenschreiter liefen eine Zeit lang ein paar Leute mit rum. Wie gesagt, Tyrannosaurus Rex hat man ganz viel gesehen. Oder Raptoren hat man gesehen. Es war halt so, endlich können wir andere Sachen zähmen, wie wir wollen. Und dann liefen alle nur als Beastmaster rum. Kernhunde hat man auch gesehen. Immer das Gestampfe. Bom, 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 bom. Dann war Eisenschmiede überfüllt mit Kernhunden. Ja, war lustig. Dann war eine Zeit lang war der Jäger war overpowered, haben sie immer gesagt. Weil er alles Mögliche kann und die anderen Klassen müssen gucken, wo sie bleiben. Wie das halt immer so ist.
Irgendeiner nörgelt immer rum. Meistens kam sowas, ja, alle Klassen wurden gebufft, außer meine. Ist halt egal, welche Klasse man hat. Die wurde nicht gebufft. Und wenn man dann die gleiche Klasse wie ein Kumpel hatte oder wie ein Gildenkollege, dann hieß es, ja, die Skillung wurde nicht gebufft. Beispielsweise war dann einer Melee-Schaman und einer war Verstärker und das war Elementar. Und das, ja, Melee wurde gebufft, Elementar nicht. Ah, ja, gab schon lustige Sachen. Aber das kennt ihr bestimmt auch. Ich hatte jetzt gesehen, war mittlerweile, oder ich habe mittlerweile 20 Abonnenten, auch wenn es langsam geht. Ich danke trotzdem sehr dafür. Wir spielen ja, weil Spaß macht und nicht, weil wir Abonnenten, also schon, weil wir Abonnenten haben wollen, aber wir spielen ja hauptsächlich, weil Spaß macht. Viel mehr ich. Glück. Sehr schön. Funktioniert trotzdem. Naja, gut. Sternrubin. Ja. Okay, 14. Stärke. Das wäre zum Beispiel für Milishami was. Weil der Milishami, habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, der bekommt aus Stärke AP. Oder für den Krieger, weil hier war es damals noch nicht so, dass Plattenrüstung für den Krieger etwas mehr AP oder so gab. Oder diesen komischen Bonus. Meisterschaftsbonus? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube Meisterschaft mit Kata kam das damals. Ja, das war schon wirklich eine coole Zeit. Also ich möchte es auch nicht missen, auch wenn ich lange, lange gespielt habe. Manchmal auch ein bisschen die Schule, muss ich gestehen, dafür vernachlässigt. Da habe ich gedacht, ach, heute gehst du nicht. Zack, Kiste an, gespielt. Ja, aber so war das damals. Sehr schön. Ich habe mich letztens eingeloggt, da wollte ich gucken, da hat der Post verschickt. Vor ein paar Tagen war das. Da schrieb mich dann ein Außergilder an, er so, oh, bist du auch nochmal da? Ich so, ja, aber nur kurz. Ich habe nur Post verschickt, weil ich auch gleich wieder los muss. Das war der, mit dem ich mal geschrieben hatte, als wir in Nagand waren. Und mit 65 oder so. Er sagte, mittlerweile hat er in der Zeit, wo ich nicht da war, anderthalb Charakter hochgespielt. Gut. Würde ich auch gerne, aber ihr wisst, wie es ist. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Ich finde es immer, find's doof, auf einer Seite. Aber andererseits finde ich auch gut, dass ich einen Job habe. Auch wenn der etwas unpräsenter sein könnte, aber gut, genug davon. So. Down. Aber wie ihr seht, der Jäger hält sich immer wacker. Also wenn ich bedenke, dass ich mit meinem Shami, als ich gelevelt habe, hier gespielt habe, wie oft ich gestorben bin, das glaubt er gar nicht.
Das war schon unheimlich. Parken wir uns mal kurz da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW The Burning Crusade. Und auf Wiedersehen.